Frank Bay wurde als Sohn eines kaufmännischen Angestellten und einer Verkäuferin am 26. Mai 1932 im thüringischen Nobitz geboren. Nach der Schule studierte Frank Bay Theaterwissenschaft. Seine Laufbahn startete er mit einem Praktikum am Theater und als Bühnendramaturg. Später besuchte er die Filmhochschule in Prag, FAMU. Noch in seiner Studienzeit wurde er Assistent von Kurt Metzig und begleitete Filme wie Schlösser und Karten 1957. Mit seinem Abschlussfilm Zwei Mütter von 1957 nach der Vorlage von Bertolt Brechts, Der kaukasische Kreidekreis, gab er zugleich sein Regiedebüt ab. Bayer drehte antifaschistische Filme wie zum Beispiel Nackt unter Wölfen aus dem Jahr 1963 oder Jakob der Lügner von 1974. Doch darüber hinaus arbeitete er auch an Filmkomödien. Mit dem Genrestück Kabit und Sauampfer von 1963 schaffte er den Durchbruch als gefeierter Regisseur von Komödien. Frank Bay stieg zum wichtigsten Filmemacher der DDR auf neben Gerhard Klein, Joachim Kunert und Konrad Wolf, doch riefen seine Werke politisch auch Kontroversen hervor. 1966 wurde sein Werk Spur der Steine uraufgeführt, jedoch nach 3 Tagen aus dem Kinoprogramm genommen wegen antisozialistischen Inhalts. Der Film mit Manfred Krug wurde erst 1989 wieder im Kino gezeigt. Der Regisseur eckte immer wieder an den Vorstellungen der DDR-Kulturverantwortlichen an. Bayers späte Filmwerke behandelten gesellschaftskritische und politische Themen. So entstand 1991 der Titel Ende der Unschuld, der von den Deutschen und der Atombombe nach einer Vorlage von Wolfgang Menge handelt. 1992 folgte Sie und er über eine Ehekrise. 1995 entstand Nikolaikirche, ein Film über eine Familie in der Zeit der Wende. 2 Jahre darauf verfilmte Bayer Karl Zuckmeyers Der Hauptmann von Köpenick mit Harald Junke neu. Autobiografisches über Manfred Krug lieferte der Regisseur mit dem Filmtitel Abgehauen ab. Zu weiteren wichtigsten Filmtiteln zählen Königskinder 1962, Die sieben Affären der Donna Juanita 1973, Die zweite Haut 1981, Boxhorn 1983 und Das große Fest aus dem Jahr 1992. Frank Bay starb 1. Oktober 2006 in Berlin.